You're a lucky man. Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Ihr habt sicherlich schon gesehen, auf meinem Kanal gab es ein Reaction-Video zur ersten Folge Game of Thrones. Zum Finale der Staffel wird es auch nochmal ein Reaction-Video geben. Und dazwischen kommen die kleinen, aber feinen Game of Thrones-Videos jeden Sonntag. Für die nächsten 6 Wochen. Ich möchte anfangen mit einem Diskussionsthread. Ich habe aus der ersten Folge sehen können, dass das Schicksal vielleicht von 3 Personen schon besiegelt sein kann. Also 3 Personen, die in Staffel 7 ihren Tod finden werden. Diese 3 Personen sind Brienne von Tarth, Cersei Lannister und Beric Dondarrion. Ich fange an mit Brienne von Tarth. Warum finde ich, Brienne von Tarth wird in der 7. Staffel sterben? In den Büchern soll sie schon lange tot sein. Sie wurde von der Bruderschaft ohne Banner erhängt. Aber sie taucht danach in den Büchern nochmal auf. In der Serie kämpft sie für die Sicherheit von Sansa. In der 9. Folge ist ein kleiner Satz gefallen, der mich darüber nachdenken ließ, ob Brienne die 7. Staffel überlebt. Sansa sagt, dass Brienne für sie sterben würde und sie bis auf den Tod beschützt. Die Serienmacher haben auch bekannt gegeben, dass es kein Happy End zwischen Tormund und Brienne geben wird. Jetzt können einige von euch sagen oder fragen, warum denn dann nicht Tormund, der stirbt? Ich denke, dass Tormund viel zu viel Erfahrung mit Umgang mit weißen Wanderern hat. Wie im Trailer gesehen, befindet er sich an der Mauer, wie jetzt auch schon die erste Folge darauf vorbereitet. Brienne beschützt nur in Anführungszeichen Sansa. Ich denke, in der 7. Staffel werden auf Sansa viele Gefahren drauf zukommen, sei es der Tod oder Verrat. Und ich denke, dass letztlich Brienne für sie sterben wird. Cersei Lannister. Jaime merkt in der ersten Folge schon immer mehr, wie Cersei in den Wahnsinn abtreibt. Ich denke, er wird es sein, der sie umbringt. Ich hatte dazu auch eine interessante Theorie gesehen, die sich um die Prophezeiung Cerseis dreht. In der Serie wurde der Tod von Cersei, der in dem Buch auch von der Hexe prophezeit wird, weggelassen. Warum? Es geht um die Voluntar-Prophezeiung, der kleine Bruder, der beide Hände um ihre Kehle legt und sie ermordet. Es gibt eine Theorie laut diesem Bild, dass Jaime es sein wird. Cersei steht in dem Genick von Westeros und Jaime an den Fingern. Ja, aber er hat ja nicht mehr beide Hände, werdet ihr jetzt sagen. Und genau das ist der Grund, warum diese Tatsache in der Serie fehlt. So oder so hat Cersei genug Feinde, zuletzt auch Tyrion. Ich denke, sie wird in Staffel 7 ihren Tod finden. Beric Dondarrion. Oh ja, Beric Dondarrion, schon 7-mal von dem Tod wiedergeholt. In den Büchern ist er auch schon längst tot. Er ist gestorben, um die Leiche Catelyn Starks wiederzubeleben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Bruderschaft sich aufmacht, in den Norden zur Mauer zu ziehen. Ich glaube, dass Dondarrion, sollte er noch mal sterben, nicht wieder zurückkommen will. Es sieht so aus im Trailer, als würde ihm bewusst sein, in die letzte Schlacht zu ziehen, beziehungsweise in seine letzte Schlacht zu ziehen. Davon abgesehen sieht er mit dem feurigen Schwert auch richtig, richtig cool aus. Ihr seht, ich zähle hier nicht nur Leute auf, die ich vielleicht nicht leiden kann. Die einzigste wäre Cersei. Ich denke, es werden noch viele andere in der Staffel ihren Tod finden. Ich hoffe auf Kleinfinger. Ich finde zum Beispiel, dass Ed Sheeran auch zeitig sterben wird. Oder er ist einfach weg. Weil es war ja eine unbedeutende Ansammlung an Soldaten. Hier ein kleiner Kritikpunkt am Rande. Ich fand Ed Sheeran jetzt nicht sehr passend für Game of Thrones. Er wollte dabei sein, er war es und ich finde, er hat nicht gut reingepasst. Ich dachte nur, wann endet dieses Musikvideo von ihm? Weil er ist nun mal ein Singer-Songwriter und das sollte er auch bleiben. Was sagt ihr denn dazu? Zu meinen Toten, die ich prophezeie? Wenn ihr eine andere Meinung habt oder wenn ihr meiner Meinung seid, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten abonniert mich ganz schnell, um kein Game of Thrones Video mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Und damit sage ich nachhaltig noch Spoiler Alert. Also, ihr findet jetzt hier in der Endcard noch ein Video, was euch vielleicht interessieren könnte und natürlich den Link zu meinem Kanal. Tschüssi!